Irgendein Stück Litze oder irgendwas, ne? Wir starten jetzt mit der Aussaat der Sommergäste. Das ist der Füllstandsanzeiger, damit Lasse nicht mit der leeren Drillmaschine durch die Gegend fährt. Ist das wichtig, dass wir den aktiv setzen. Ja, und immer reingucken. Ganz genau. Wenn du da nicht hinguckst, dann hast du auch noch nichts gewonnen. Nee. Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einem neuen Vlog Nummer 8, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, das Wetter ist bis jetzt trocken, das Wochenende war auch trocken. Wir haben jetzt heute ein bisschen angefangen wieder Gülle zu fahren, weil unsere Lagerkapazitäten ja nach wie vor nicht wirklich entspannt sind. Und ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen von Kevin, der auf einem Ackerstück von uns steht und da ein Reh in Not gesehen hat und das aber nicht alleine zu packen kriegt. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf die Socken und gucken mal, ob wir das Problem gemeinsam lösen können. Das arme Ding hat sich da irgendwas um den Kopf gewickelt. Das müssen wir mal sehen. Kevin sagt, alleine kriegt er den nicht. Eieiei. Irgendein Stück Litze oder irgendwas, ne? Ist doch gut. Hier war gerade eben noch mit Rinse. Also ja. Machen wir erst den Fuß hier. Ja, wir wollen hier nur helfen. Alles gut. Warte mal, den kriegst du auch rausgedreht hier, oder? Ja. Wir wollen hier nur helfen. Ja, oh Gott, oh, ich fiel auf die Kugel rauf da. Das ist die, da ist er auch, da ist er auch ums Bein. Na, den müssen wir. Ich hab da so ein anderes Messer. Nimm mal, ich habe auch einen Kardiotasche, das ist glaube ich besser. Die hat gleich getan. Ganz. Ganz. Ich will nicht helfen. Kriegst du den hier abgeschnitten? Versuch du mal auch nicht. Ja, ich glaube, ich lasse den hier auch nicht. Warte. Ich versuch's gerade. Was ist aber schlechte Laune? Hier kann richtig schreien. Ob das denn nicht perfekt jetzt, ne? Ja. Jetzt hat er nämlich wieder frei gefahren. Ja, aber wir wollen dir doch nur helfen, kleiner Mann. Ein Ass hier. Und wer krepiert. Ja. Ach, Kollege. Ich weiß, das scharfe Messer wäre schön gewesen, aber das habe ich schon. Das haben wir auch schon stumpfer gehabt. Du. Ja, ist doch gut, meiner Mann. Ich hab den Grillschwachen gemacht. Weiß ich nicht. Doch, der
Der ist jetzt voller Stress. Ich glaube nicht. Gleich hast du es geschafft. Ganz vorsichtig. Ich gleich wieder mit. Und mit Thomas ein Auto rein. Ja, bong. Siehste. Ja, schnell mal nebenbei. Das ist irgendwie so eine Art Hühnerlitze oder sowas, ne? Keine Ahnung. Aber mal gucken, ob wir rausfinden, wo er sich das eingesammelt hat. Ist auf jeden Fall irgendwas mit Strom hier. Wenn es blöd läuft, dann Opas Schafkoppel. Nee, sowas halt nicht. Nee, stimmt, wir haben einfache Litze. Ja. Nee, ist irgendein Hühnerdraht. Ja, gucken wir mal, ob wir den Übeltäter fassen können. Ich habe gerade eben schon überlegt, womit wir diese Woche wohl unseren Vlog anfangen. Ja, und so schnell können einem solche Entscheidungen abgenommen werden, ne? Schon geil, aber super, dass Kevin das gesehen hat, dass wir dem Kollegen jetzt noch so auf die Schnelle helfen konnten. Der wäre sonst wahrscheinlich elendig verendet irgendwann, wenn der sich hätte nicht mehr bewegen können. Der hatte sich ja jetzt schon mit den Beinen da reingewuselt. Ja, wir haben solche Litzen tatsächlich nicht im Einsatz. Die Hühner haben ja einen festen Zaun und bei den Schafen haben wir einfach nur eine glatte Litze, die wir langziehen. Da kann dann lange nicht so viel passieren. Wir werden jetzt mal ein bisschen gucken müssen, ob das tatsächlich hier aus der näheren Umgebung kommt, wo er sich das eingesammelt hat. Zum einen, wenn die Litze mit dem Reh unterwegs ist, fehlt sie ja wahrscheinlich irgendwo. Zum anderen muss man die Besitzer solcher Litzen dann vielleicht mal sensibilisieren dafür, dass das auch nicht ganz ungefährlich ist. Gerade wenn man so am Rande der Natur lebt, wie wir das hier tun, dann ist das natürlich auch schnell mal zu, dass sich Wildtiere in sowas verfangen und verheddern und dann unter Umständen auch mal ein bisschen zu Malheur kommen können. So wie der kleine Rehbock, den wir da jetzt gerade hatten. Futtermeister Arne hier, moin. Ja, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit bei meiner täglichen Arbeit auf dem Mischwagen. Bin jetzt gerade oder fange jetzt gerade an, die Ration zu machen für die erste Gruppe. Wir müssen jetzt einmal Proteinschrot laden. Da haben wir hier unsere drei Silos mit den zwei verschiedenen Schrotkomponenten. Da hinten steht noch das vierte. Laden wir erstmal die erste Sorte. Wie gesagt, das ist jetzt ein Proteinschrot. Hier auf dem Computer kann ich genau sehen, wie viel Menge ich noch laden soll. Und er fängt auch kurz vorher an zu piepen, bevor ich die Menge erreicht habe. Jetzt haben wir die Menge erreicht. Sagt er mir gleich, was ich als nächstes laden soll. Das ist jetzt das Energieschrot. Hier kann man dann jetzt auch gut sehen, wie das Gewicht runtergezählt wird, also wie viel ich noch laden muss. Das kommt jetzt hier vorne aus dem ersten Rohr raus. Das Föhn kam hinten aus dem letzten. Schrotladen ist immer eine sehr staubige Angelegenheit, vor allen Dingen, wenn das windig ist. Hier haben wir jetzt die Menge erreicht und sagt er mir jetzt, was ich als nächstes laden soll. Das ist Stroh. Jetzt mache ich einmal kurz auf Pause und dann fahren wir da mal hin. Das Stroh liegt immer schon parat auf der Siloplatte. Entweder kommt er morgens oder abends ein frischer Ballen hin, je nachdem wie viel wir brauchen. Kann man das Stroh liegen sehen.
erstmal den Arm hoch. Ich hoffe, dass man das erkennen kann. Fahren wir das Fahrwerk runter. Fahren schon mal ein bisschen ran ans Stroh. Bevor wir anfangen zu laden, ganz wichtig, einmal wieder auf Halten. Und wir müssen natürlich erstmal ins Lademenü. Schnecken anschalten. Das Förderband anschalten und die Geschwindigkeit vom Förderband ein bisschen runterdrehen. Stroh ist ja bekanntlich sehr leicht. Und dann laden wir unsere Menge. Und auch hier gibt es dann nach Erreichen vom Gewicht einmal ein akustisches Signal. Oh, wenn wir das Stroh dann geladen haben, kommt als nächstes die Grassilage. In dem Fall ist das erster und dritter Schnitt. Wie man jetzt hier schön sehen kann, die Messer schneiden das Material ab und die Walze schmeißt das abgeschnittene Material nach vorne und lockert das dadurch auch gleich auf. So sieht das dann ganz aus aus der Ansicht von hinten aus der Scheibe raus. Da kann man schön sehen, wie das Material vom Förderband nach hinten in die Mischtrommel geschmissen wird. Dadurch wird es auch nochmal aufgelockert, was den Vorteil hat, dass die Mischzeiten sehr kurz sind. Also sobald ich alle Materialien geladen habe, die ich laden muss, kann ich eigentlich direkt losfahren zum Abladen. Brauche nicht noch irgendwie eine Zeit lang stehen zum Mischen. So, nachdem wir dann das Gras geladen haben, ist der Mais dran. So, nachdem wir jetzt alles geladen haben, kann man gut sehen, das ist schon fertig gemischt. Also ich brauche da jetzt nicht noch lange warten. Ich kann direkt zum Abladen fahren. Aber bevor ich jetzt zum Abladen fahre, muss ich noch schnell mal einmal ein bisschen Wasser laden. Wir fahren Wasser mit in die Mischung rein aus zwei Gründen. Einmal um die Trockensubstanz ein bisschen höher zu kriegen und damit sich das Schrot bisschen besser mit den anderen Zutaten quasi vermischt, damit die Kühe sich nicht als erstes das Schrot raussortieren
und das Schrot fressen und dann erst alles andere, sondern dass sie alles zusammen fressen. Genau. Ja, jetzt bin ich am Wasserladen. Da haben wir uns so ein Eisenrohr gebaut mit dem Winkel, dass wir über die Kante hängen. Und ne, ich habe ja nun außerhalb von der Maschine keine Anzeige. Also ich kann jetzt nicht sehen, wie viel Gewicht ich noch laden muss. Da kann ich mich jetzt aber mit der Waage, die hat Bluetooth, da kann ich mich mit Bluetooth mit meinem Handy verbinden, mit der Waage. Und dann kann ich quasi den Bildschirm der Waage mir auf meinem Handy anzeigen lassen. Und so kann ich dann sehen, wie viel Kilo ich noch laden muss. Bei den angehängten Mischwagen hat man ja meistens die Waage außerhalb. Oder ist die Waage außerhalb, da kann man das ja gut dann sehen. Die Möglichkeit habe ich hier nicht, weil ich keine Anzeige außerhalb habe. Dafür verbinde ich mich dann halt mit Bluetooth, mit meinem Handy und kann dementsprechend sehen, wie viel Wasser da noch rein muss. So, jetzt stehe ich vor unserem Milchkuhstall und bevor ich jetzt hier anfange zu füttern, werde ich einmal das Futter, was noch am Futtertisch liegt, einmal vorher ranschieben. Unsere Milchkühe kriegen zweimal am Tag, ja genau, werden zweimal am Tag gefüttert. Einmal gleich morgens. Bevor sie morgens das erste Mal gefüttert werden, wird der Futtertisch einmal leer geschoben und sauber gemacht. Und genau, dann kriegen sie morgens einmal eine Ration und dann jetzt einmal kurz vor oder kurz nach dem Mittag. Genau. Bin ich auf dem Weg zu unserem kleinen Hoflader und mit dem schiebe ich das Futter dann einmal ran. Man kann ganz gut erkennen, die Kühe fressen relativ gut von oben nach unten weg, ohne dass hier groß Lochfraß ist in dem Futter, sage ich mal. Das ist ein gutes Zeichen, dass sie alles gleichmäßig fressen und nicht zu viel sich raussortieren, dass sie quasi erstmal nur das Schrot fressen und dann alles andere. So, angekommen auf Hoflader, wird dann einmal das Futter einfach ein bisschen wieder dichter rangeschoben, bevor ich dann die nächste Mischung oben drauf fahre. Dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite. Da schieben wir auch einmal das Futter ran. Ja, was man sehr schön beobachten kann, sobald ich hier am Stall ankomme, mit dem Futterwagen, stehen schon viele auf und gehen an den Futtertisch, weil sie wissen, dass das gleich was zu fressen gibt. Und allein schon das Futter ranschieben, das lockt viele hoch und sie kommen zum Fressen. Klar, ein großer Teil liegt auch noch entspannt und gemütlich und ist am Wiederkäuen oder am Schlafen. Wenn dann das Futter rangeschoben ist, fahre ich rein in den Stall und fütter schon mal die erste Gruppe. Ich kann hier auf den Kameras kann ich gut sehen, wann ich anfangen kann abzuladen.
Ich. Kann mir die beliebig einstellen, die Kameras. Mir alles anzeigen lassen. So. Dann gehen wir ins Ablademenü. Machen die Schnecken an. Das Querförderband an. Und dann machen wir den Schieber auf. Und fangen an zu füttern. Im Übergang muss ich natürlich einmal den Schieber zumachen. Ist klar, wir wollen das Futter ja nur auf dem Futtertisch haben und nicht am Übergang. Machen wir den Schieber einmal zu. Fahren über den Übergang rüber. Und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Entwässerungsmaßnahmen gehen weiter. Unser Baggerfahrer ist wieder im Einsatz. Wir haben hier eine Fläche, wo eigentlich Mais hin soll, wo wir aber ja, im Moment überhaupt gar nichts machen können, weil hier so viel Wasser stand. Und hier legen wir jetzt einen Graben an, den wir nachher dann wieder zumachen müssen. Da hinten, hinter Bagger, ist eine Rohrleitung und da müssen wir ran. Und da leiten wir das Wasser jetzt über diesen Graben zum Schacht durch. Und wenn das hier soweit trocken ist, dann werden wir hier die neuen Schacht setzen. Einen hier und einen da ganz hinten. Und eine Rohrleitung verbuddeln hier, da wo jetzt der Graben ist, um das Wasser hier dann ableiten zu können. Auf der Fläche hier war Getreide. Das ist jetzt eine Zwischenfrucht, die hier steht. Bestehend aus Gräsern und tiefwurzelnden Pflanzen wie Rübsen und Senf und so eine Geschichten. Hier ist der Schacht. Und an den müssen wir ran. Der muss noch ein bisschen sauber gemacht werden. Und dann soll hier das Wasser reinlaufen, was Udo da hinten jetzt abgräbt. Ist natürlich ein bisschen wild hier, so ein offener Graben einmal quer über den Acker, bloß anders kriegen wir das ja jetzt nicht weg. Wir müssen da ja einmal trocken haben, damit wir da überhaupt arbeiten können. Und dieser Schacht ist dann wieder verbunden mit dem Schacht. Und dieser Schacht mit einem Schacht da hinten. Und da läuft dann die Rohrleitung vom Wasser- und Bodenverband, wo das Wasser weg kann. Also wenn wir an diesen Schacht, nee, gar nicht wahr, wenn wir an den Schacht rankommen, ist das Wasser im Grunde schon weg. Von da läuft es dann hier hin, da hin und dann in den Graben. Toll, ne Kevin? Super. Wer geht denn da rein zum Saubermachen? Oh, Lehrling oder Praktikant. Das ist eine gute Idee. Auf dem hinteren Stück, da wo die Maisstoppeln noch sind, da stand ungefähr so viel Wasser wie auf der Fläche, wo Christian und ich neulich gewesen sind, wo wir jetzt die Rohrleitung spülen müssen. Das ist jetzt schon ein bisschen abgesickert hier. Nur wenn wir hier langfristig Ruhe auf dem Kram haben wollen, müssen wir da jetzt mit Schächten und Rohrleitungen arbeiten, damit wir hier die Ecke trockenlegen können. Ansonsten brauchen wir da nicht anfangen zu arbeiten, so wie das jetzt ist.
nachdem ich gesehen habe, dass ein sehr bekannter Vorreiter auf YouTube hier in der Nähe gesät hat am Wochenende, Sommergetreide, haben wir jetzt gedacht, wir gucken mal unsere Flächen an, ob wir vielleicht auch langsamer starten können. Wir wollten noch irgendwie so 20 bis 30 Hektar Gerste sehen. Normalerweise hätte da Wintergetreide hin sollen, also Tritikale. Da konnten wir aber im Herbst dann nach Mais schon nicht mehr fahren. Und jetzt haben wir Sommergerste eingekauft und wollen da halt die Gerste sehen. Und jetzt sind Kevin und ich mal unterwegs und gucken uns das hier so ein bisschen an. Hier sind die Fahrspuren von der Maisernte. Wow. Ja, so richtig geil ist das noch nicht. Aber hier ist es auch ein bisschen anmoorig in der Ecke. Darüber wird es höher, wird es ein bisschen trockener. Das ist halt nicht so einfach, wenn man so eine Grenzflächen hat. Das ist halt hier oben mit den Bodenarten, ja, immer so ein bisschen speziell. Ne? An der Westküste gibt es die schweren Lehmböden, die brauchen immer lange, bis sie trocken werden. Und wenn sie dann trocken werden, dann werden sie meistens knüppelhart. Hier bei uns haben wir viele leichte Sandböden. Da kann man eigentlich immer fahren, aber da muss auf den meisten Standorten bei mir Mais hin. Und die, die so ein bisschen anmoorig sind, wo wir eigentlich mit Getreide hin wollen, die so ein bisschen schwieriger sind, wo wir halt nicht jedes Jahr Mais bauen können, die sind dann so wie das, wo wir hier sind. Was sagst du, Kevin? Die klappen, bin aber nicht sicher. Mein Schacht ist leer. Okay. Laufen da Drainagen rein in den Schacht? Das Ding ist so ein Moor wie da hinten, also diese Ecke, wo das so richtig anmoorige Böden sind, das kann man ganz schwer trainieren. Also so eine Drainage Moor, die zieht eigentlich ja, fast wie. Obwohl, hier haben wir letztes Jahr fahren. Problem war da hinten. Okay. Da war das letztes Jahr festgefahren. Ich glaube, wir fahren nochmal die nächste Fläche und kommen auch nochmal rein. Wäre auch gelacht, wenn wir nicht zumindest ein bisschen Getreide sehen können. Für Donnerstag ist Regen gemeldet und noch nicht ganz wenig. Außerdem sind wir Ende der Woche mit einem anderen Projekt beschäftigt. Dazu gibt es aber später im Video noch mehr. Und deswegen hätten wir jetzt dann theoretisch noch 2 Tage Zeit, um zumindest das, wo wir fahren können, schon mal in Angriff zu nehmen jetzt. Wir gucken mal, wie es auf den anderen Stücken aussieht. Die nächste Fläche, wo wir ran müssen, hier haben wir Getreide gesät. Das könnt ihr sehen da hinten, wo das so hellgrün ist und da einmal rum. Aber diese ganze Ecke hier vorne, die konnten wir halt nicht bearbeiten, weil hier Wasser stand. Hier ist Christian jetzt einmal durch gewesen mit einem Grüppenfluch. Hat hier so eine Rinne quasi quer reingefräst ins Land. Und jetzt ist das Wasser hier tatsächlich weggelaufen. Also ich denke mal, ja, vielleicht nicht unbedingt heute, aber morgen, oder? Könnte man hier vielleicht rein. Und dann haben wir genau auf der anderen Seite noch eine Fläche, da haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Aber die sieht tatsächlich auch eigentlich ganz trocken aus. Der Graben ist auch trocken. Jetzt versuchen wir mal, ob wir da rüber kommen können. Warte lieber hier. Gottes Willen. Aber das ist durch. Das hat schon Risse im Boden hier, so trocken ist er. Das staubt schon. Soll ich noch was im Vorgang vorne gehen? Kevin sagt, wir sollen zum Vorager gehen, dann tun wir das mal. Staubtrocken, Kevin. Staubtrocken. Staubtrocken. Wir sprechen uns ein paar Stunden. Ja, okay, vielleicht nicht ganz staubtrocken, aber ich denke, mit der richtigen Technik könnten wir hier schon ein bisschen was bewegen. Ja gut, aber da hinten ist trocken, das Vorgewände da oben ist trocken, also die obere Hälfte im Grunde.
Wo man da den halben Wagen lässt und dann nachher hier runterfährt. Genau. Klappt das schon. Das denke ich auch. Und dann mit dem Grubber einmal flach durchreißen und dann mit der Drillmaschine rein, morgen oder so. Wenn wir es heute durchgerissen kriegen, dann können wir hier morgen noch mit der Seemaschine fahren. Können wir hier nochmal in den Verbandsgraben reingucken. Hier ist der Graben geräumt worden, das könnt ihr hier sehen, das ist der Aushub aus dem Graben, das ist hier in die Fläche reingelegt worden. Das wechselt in der Regel, also der Aushub kommt immer mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Der Graben ist jetzt auch nicht übervoll. Der läuft darüber ab, hat aber ganz wenig Gefälle, deswegen bleibt hier immer ein bisschen Wasser stehen. Lass mir den Bagger immer so hinlegen, ne? Dass die nämlich hier einmal drehen und das einmal so eine Reihe, dass man das schön wegschieben kann. Ja, das machen die aber schon immer so. Ich habe das noch nie anders gesehen, glaube ich. Naja. Im Zweifel auch mal mit der Fräse, wenn wir die andere Fläche fräsen sollen. Aber mit der Fräse hier das Gras durchmangeln und dann können wir hier auch mit dem Grubber fahren, sonst fängt das wahrscheinlich an zu schieben. Ja, das wird nicht. So weit, so gut. Ich würde sagen, wir tasten uns mal ran. Aber vorher müssen wir jetzt einen kleinen Menschen besorgen, der bei unserem Baggerfahrer den alten Schacht nochmal sauber macht, bevor da Wasser rein kann. Wollen wir mal gucken, ob unser Schulpraktikant motiviert ist und Bock drauf hat. Klein genug ist er auf jeden Fall. Klein genug ist er. Der kleine Lasse hat leider Schule, sonst hätten wir den da reingesteckt. Und Christian und ich sind raus, weil wir können uns im Schacht nicht umdrehen. Das macht keinen Sinn. Und ich habe keine Lust. Und Kevin hat keine Lust, sagt er. Ach, nach Lust geht das ja eigentlich überhaupt gar nicht. Das sagst du den Lehrlingen auch immer. Gut, also, weiter geht's. Das ist die Fläche, auf der wir heute Morgen waren. Jetzt haben wir es ungefähr 17 Uhr. Wir haben jetzt ein bisschen Gülle hier hingefahren, haben das jetzt einmal durchgearbeitet und wir starten jetzt mit der Aussaat der Sommergerste. Das wird jetzt auch langsam Zeit. Also man sagt eigentlich, dass die Sommerungen gerne im März gesät werden sollen. Alles, was danach kommt, das wird nachher dann zu spät. Dann gedeiht das Getreide nicht mehr richtig. Aber ich bin guter Dinge, dass wir hier bei können. Hier kann man schon sehen, wie das abgetrocknet hat jetzt. Das sieht eigentlich schon ganz ordentlich aus. Da hinten ist es noch ein bisschen feucht. Auch mit durch die Gülle, die wir da jetzt hingefahren haben, noch ein bisschen schmierig. Da warten wir noch ein bisschen länger. Aber hier fängt Lasse jetzt schon mal an zu sehen. Und dann ja, hoffen wir, dass das jetzt ein bisschen vorangeht mit der Frühjahrsarbeit. Nikolai ist am Schleppen. Da gucken wir aber dann morgen hin. Genau. Jetzt wollen wir erstmal sehen, wie hier die Drehmaschine läuft. Wir hatten jetzt keinen Schlepper frei mit Lenksystem und RTK, deswegen, also der hat eine Antenne auf dem Dach, aber die ist für die Spritze. Die funktioniert bei der Drillmaschine nicht, deswegen fahren wir hier jetzt ganz klassisch mit Spurreißer. Schadet ja aber auch nichts, wenn der Lehrling lernt, von alleine geradeaus zu fahren. Hier ist jetzt noch ein bisschen Schied zwischen, das ist natürlich so von den Kanten jetzt die Quecke, weil da rein ist es da deutlich sauberer. Das muss ich mal ein bisschen beobachten, wenn es hier wieder grün wird. Dann müssen wir hier vielleicht, bevor die Gerste anfängt zu wachsen, nochmal mit der Spritze durch und das einmal totspritzen. Weil das ist so ein Zeug hier, diese, gerade diese Quecke und sowas, könnt ihr hier sehen, diese Wurzeln, die wachsen wirklich ganz, ganz breitflächig übers Vorgewände nachher und vermehren sich wie der Teufel. Da müssen wir dann rechtzeitig gegensteuern und das geht leider auf so einer Fläche nicht anders als mit dem bösen Glyphosat. Ich versuche es ja immer zu vermeiden, wo es irgendwie geht, aber gerade diese olle Quecke, die hier am Vorgewände steht, hier kann man das sehr schön sehen. Hier, guck mal, das ist doch, das ist Quecke at its best. Das ist richtig so ein Teppich hier. Und das müssen wir halt weg haben, damit wir hier bearbeiten können. Jo, da hinten geht es auch schon wieder. Wir würden hier dann wirklich nur eine partielle Behandlung machen.
Aber wir gucken mal, wie es aussieht nach dem Sehen, ob das dann noch notwendig ist oder ob man sagt, scheiß drauf, die kleine Ecke hier, die lassen wir aus und dann ist das gut. Könnt ihr jetzt sehen, einige Körner liegen hier noch oben auf, so wie hier. Das ist bei der Gerste aber auch nicht wirklich schlimm. Die muss ganz, ganz flach gesät werden. Deswegen haben wir die Maschine vorne ganz kurz gestellt, ganz dicht ran an den Schlepper, damit die Sehschare nicht zu tief in die Erde reingehen, weil die Gerste ja, gerne die Sonne sehen macht, sagt man, und eigentlich auch hochkommt, wenn die hier so oben aufliegt fast. Habt ihr noch mal ein bisschen feinjustiert oder? Jo, läuft. Okay. Das geht ja schon. Wie viel Grad noch so heute gedreht? Hätte man auch fast mit Zwilling fahren können, ne? Ja, aber das ist auch nicht so fertig, ne? Ja, der läuft ja ein Stück über der Spur dann. Aber hast du natürlich vom Bodendruck, wäre es noch ein Ticken geiler gewesen. Ja. Für den Spurreißer runter machen. Ist wieder hoch? Das ist jetzt die nächste Fläche. Christian ist hier schon am Gülle fahren. Da hinten kommt er gerade angebrummt mit dem Lehrenwagen. Und Kevin versucht hier jetzt gleich mal sein Glück mit dem Grubber. Hier vorne ist noch eine nasse Ecke und am anderen Ende ist das Vorgewände noch ein bisschen nass. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich gehen. So, ihr könnt jetzt bei Kevin ein bisschen mitfahren zum Grubbern, weil ich muss jetzt in den Stall und das ist ja nicht so spannend wie ein bisschen Blech vorne. Deswegen übergebe ich jetzt mal und wir gucken mal, ob wir das Ding hier jetzt irgendwo auf dem Grubber angeknotet kriegen, dass das mal ein paar geile Bilder gibt.
Ja, Mittwoch, bestes sommerliches, frühlingshaftes zumindest Wetter und alle Trecker sind im Einsatz. Ich habe jetzt gerade Nikola hier abgeliefert auf dem Feld. Er löst jetzt Arne ab mit Schleppen. Das Fahrzeug kennt ihr schon vom neulich. Da haben die Jungs die Zwillingsreifen aufgezogen. Hier ist die Wiesenschleppe, die haben sie auch letztens fertig gemacht. Hier oben in dem Tank ist die Grassart drin, die wird dann über ein Gebläse. Ich glaube, da ist einer verstopft, Nikolai. Nee, doch nicht. Das soll so. Oder hängt da bloß ein bisschen. Über ein Gebläse wird die Saat dann hier durchgeschossen und kommt hier unten auf diesen kleinen Verteiltellern an und wird dann in die Fläche eingearbeitet. Hier könnt ihr sehen, wo das Wasser stand und teilweise auch, nee, das ist vom Wasser, wo jetzt die Grasnarbe aufgerissen wird und dann wird die Grassaat da eingearbeitet. Nachher fahren wir hier nochmal mit der Walze rüber und dann ist das schier für den Sommer die Fläche. Aber das ist schon heftig, wie das Gras abwächst jetzt, wie schnell das geht. Da ist schon richtig was drauf jetzt. Echt krass. Die Wärme macht's. Arne, sollen wir OKF machen, was die anderen machen? Ja, können wir. Gut. Jetzt haben wir Lasse unterwegs getroffen und ja, die Drillmaschine ist leer. Das heißt, wir sind noch nicht so weit gekommen auf unserer OKF, um zu gucken, was die anderen machen. Wir fahren jetzt erstmal mit Lasse nach Hause und helfen ihm, da einmal Saat einzufüllen. Das sind nämlich so eine 500 Kilo Dinger, die wir da reinwuppen sollen. Das ist alleine immer ein bisschen Murkskram, das Ganze. Das sind die Säcke, die wir mit haben sollen hier. Gut. Lasse, hast du noch Bock? Total. Super. Kevin sagt, der Lehrling muss unbedingt die Drillmaschine fahren, weil da lernt er ja am meisten. Deswegen darf Lasse Seemaschine fahren. Ah. Ist das so, oder Lasse? Ja, auf jeden Fall. Geht das so oder soll ich noch ein Stück weiter runter? Ich würde sagen, eher weiter runter noch ein Stück. Machen wir weiter runter, Arne. Ja. Müssen halt so gegenhalten. Ja, pass mal auf. Oh, kann er noch ein Stück höher. Ein bisschen höher. Das ist der Füllstandsanzeiger, damit Lasse nicht mit der leeren Drillmaschine durch die Gegend fährt. Das ist wichtig, dass wir den aktiv setzen. Ja, und immer reingucken. Ganz genau. Wenn du da nicht hinguckst, dann hast du auch noch nichts gewonnen. Nee. Aber der Anzeiger funktioniert doch, oder nicht? Ja, aber nach einer Zeit ja nicht mehr. Ach so.
wenn zu wenig Sand ist, dann funktioniert auch nicht mehr. Ah, okay. Der geht ja nicht ganz bis zum Boden nach unten. Ja, das stimmt. Bisschen hoch. War die nicht ganz leer lassen? Nee, nicht ganz. Oh, wie passt das alles rein? Billig. 5er bauen. Was? 5er bauen, sag ich. Also bloß die Decke zu kriegen. Ja. Oh shit. Jetzt ist sie leer. Mhm. Hier muss auch noch mehr hin. Scheiße. Gespannt. Naja. Pass! Okay. Ja, nachher vielleicht mal einen Besen nehmen und dann geht das auf die nächste Tour mit. Gut, dann Abfahrt. Also das ist schon noch arg weich hier, wenn man hier rüber läuft jetzt. Deswegen haben wir den Trecker ja auch mit Zwillingsreifen jetzt noch ausgerüstet. Die sind zwar ein kleines bisschen breiter als die Seemaschine, man kann das hier so sehen. Da ist einmal so eine Spur gezogen, wo der Zwillingsreifen überstand. Aber dafür haben wir eine wesentlich bessere Befahrbarkeit und machen nicht so viele Spuren hier drin. Also das war schon genau die richtige Entscheidung, da die Zwillinge raufzuziehen. Hier könnt ihr jetzt auch die Saatkörner sehen in der Reihe. Die ist nicht so richtig schön zugezogen, die äußere, weil es hier vermutlich ein bisschen doll geklebt hat. Aber die anderen, die sind eigentlich fürs meiste relativ gut eingestriegelt. Und die Gerste soll ja auch gar nicht so tief weggelegt werden. Die muss ja gerne ein bisschen Sonne kriegen von oben. Und das kriegt sie heute. Heieiei. Schnell mal die nächste Fläche gucken. Hier sind die am Gülle fahren. Da ist jetzt Kevin mit dem alten Wagen ohne Schleppschuhverteiler. Christian ist gerade wieder los zum Vollmachen. Und der Praktikant ist hier am Grubbern. Das sind gut 5 Hektar. Die andere Fläche, wo Lasse jetzt am Sehen war, sind auch ungefähr 5 Hektar. 3 Hektar haben wir schon gesät. Also sind wir dann, wenn wir das alles fertig haben, schon knapp halb hin mit der Gerste. Dann haben wir schon mal richtig weit weggeschafft hier. Und die Flächen, die noch über sind, da können wir auch noch nicht so richtig fahren. Auf der einen Seite ist es natürlich geil, wenn man genug Leute hat und die
Arbeit auch fertig kriegt. Auf der anderen Seite ist man natürlich schon irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen, dass man eigentlich auch gerne mal wieder selber auf dem Trecker sitzen wollte, ne? Aber gut, die Arbeit wird gemacht und ich mache dann das, was dazwischen so anfällt. Wir haben jetzt gerade eben nochmal die Wiesenschleppe auf dem Feld einmal repariert und nach dem Grubber eben geguckt, so dass alles jetzt vernünftig auch durchlaufen kann. Für heute Nacht ist Regen gemeldet und für morgen auch. Deswegen müssen wir jetzt heute wahrscheinlich ein bisschen länger machen und gucken, dass wir so viel wie möglich ewig gesät kriegen. Und morgen wollen wir dann ein Gesundheitsüberwachungssystem oder Gesundheitsmanagementsystem bei unseren Kühen installieren. Da bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Da nehme ich euch dann natürlich auch entsprechend wieder mit. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, glaube ich. Guten Morgen. Es hat tatsächlich geregnet und gar nicht mal so ganz wenig. Lasse hat um, ich glaube, 9:30 sowas abbrechen müssen, weil es zu nass wurde. Ist dadurch natürlich nicht fertig geworden mit dem Gerstesehen, leider. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es aussieht, wenn es wieder ein bisschen abgetrocknet ist. Heute, habe ich ja gesagt, wird unser Gesundheitsmanagementsystem installiert. Von daher können wir hier im Kuhstall auch jeden Mann und jede Frau brauchen. Und können dann jetzt erstmal abwarten, dass es draußen auf dem Feld ein bisschen abtrocknet. Ich bin sehr gespannt, wie das heute läuft. Wir haben sowas ja auch noch nicht gemacht. Wir haben auch überhaupt keine Ahnung, wie der Zeitplan ist für das ganze Unterfangen jetzt. Aber wir arbeiten immer von einem Ende weg und dann schauen wir mal, wie es wird, ne? So, wir sind voll im Einsatz hier für das Gesundheitsmanagementsystem bei den Kühen. Da hinten werden die ganzen Bodies fertig gemacht. Jetzt werden die Kühe rangeholt ans Fanggitter, weil sonst kriegen wir die Dinger ja nicht rein. Dann wird zugeordnet Tiernummer und Bolus, dass jede Kuh genau ihren Bolus nachher auch hat. Und dann werden die gleich eingegeben und dabei sind die Kühe dann hoffentlich so kooperativ, dass das ein bisschen flutscht, das Ganze. Bis jetzt ging es gar nicht so ganz schlecht. Flutscht ja. Ja, kann ich mal machen. Flo nimmt jetzt die Aktivitätssensoren ab. Die brauchen wir dann ja hoffentlich nicht mehr. Im Moment wird sowieso nicht besamt, weil wir über Weihnachten keine Kälber kriegen wollen. Deswegen haben wir jetzt Besamungsstopp. Und bis wir wieder anfangen zu besamen, sind die Sensoren hoffentlich so aktiv, dass wir dann wissen, welche Kuh wann in Brunst kommt, dass wir da dann zuverlässig arbeiten können. Die Mädels sind jetzt alle abgearbeitet, die dürfen jetzt wieder hoch in den Stall. Da können wir dann nachher schon mal gucken, ob wir schon die ersten Daten kriegen. Und die Kühe, die da hinter Mähde stehen, die sind gleich nochmal dran. Da kommen jetzt immer so in 20er Partien, die hier nach vorne ans Fressgitter. Und dann kriegen die auch alle noch ihren Bolus eingegeben. Genau, die bringt Flo jetzt hoch in den Stall. Und Merle lässt jetzt ungefähr 20 Stück hier nach vorne.
Hast du mitgezählt, Merle? Ja, So, im Akkord werden jetzt die Bolis aktiviert, eingegeben. Da hinten türmen sich schon die alten Aktivitätssensoren, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Der Grund, warum wir den ganzen Aufriss hier machen, ist, weil wir doch immer wieder massiv Probleme hatten mit zum Beispiel Milchfieberkühen, mit Kühen, die wir nicht gut tragend bekommen haben, mit Kühen, die in irgendwie eine Stoffwechselerkrankung reingerutscht sind. Und einfach um das, oder auch Euterentzündung, und um das zukünftig früher erkennen zu können und leichter behandeln zu können, auch mit weniger Medikamenten, dafür haben wir jetzt dieses Gesundheitsmanagementsystem uns angeschafft, um halt dichter dran zu sein an den Kühen und einen besseren Überblick über den Gesundheitsstatus unserer Tiere zu haben. Ist jetzt zum Anfang erstmal alles neu und alles extrem aufregend und auch viel Arbeit. Ihr seht das ja, was hier an Leuten rumrennt. Aber ich glaube schon, dass sich das auf lange Sicht hin schnell auch bezahlt macht, dass wir da ja, deutlich weniger Medikamente brauchen werden und deutlich geringere Verluste bei den Kühen haben, einfach weil wir dichter dran sind am Gesundheitsstatus des einzelnen Tiers. Dass jetzt der Rest, der da oben noch kommt, dann haben wir es schon geschafft. René, kannst du noch? Dann sind 400 Kühe ausgerüstet mit Gesundheitsbolis. Die auch auf Fangen stellen, ne? Sonst wird das nämlich nix. Einmal ein bisschen Naschi. Die will nicht, das ist der falsche Weg. Erst hoch zum Melken, dann geht's wieder runter.
Daten von den Kühen sammeln soll und ins Büro schickt. Mit unseren Bolis fürs Gesundheitsmanagementsystem sind wir jetzt auch soweit durch. Das läuft alles. Eine kurze Einweisung haben wir gekriegt, damit wir uns da nicht verrückt machen lassen von den ersten Werten, die da auflaufen. Das ist wohl viel, was da ankommt. Mittlerweile scheint auch wieder die Sonne. Und wir gucken nachher mal, ob wir noch ein bisschen aufs Feld können. Ich wollte euch auf jeden Fall gleich noch zeigen, die andere Wasserbaustelle, wo wir den Graben gezogen haben, neulich. Und wo Tamme in den Schacht klettern durfte, wie das da aussieht. Da werden wir gleich noch mal hinfahren. So, wer erkennt den Schacht jetzt wieder? Hier waren wir letzte Woche auch schon mal. Aber jetzt haben wir Verstärkung. Jetzt ist ein Fahrer vom Lohnunternehmen da, die im Auftrag für den Wasser- und Bodenverband arbeiten. Er hat eine Spülmaschine hinten drauf, oder so eine Drainage oder so ein Rohrspüler. Und damit versuchen wir jetzt mit Hilfe dieser orangenen Leitung die Ladung frei zu poolen oder frei zu spülen. Nikolai war jetzt gerade schon mal drinne. Hat die da eingeführt, die Leitung, in das Rohr und jetzt gibt er da hinten Druck auf und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Erstmal muss der Schlauch sich aber einziehen. Jetzt muss man aufpassen, dass er sich nicht verknittet. Nimm den da mal in die Hand, Nikolai. Ja. Ja. Dass er sich reinziehen kann. Ich wollte vielleicht auch nicht in der Schlauch stehen. Macht Sinn. Ja, wir sind schon, haben abgebrochen, das hat hier keinen Zweck, das hat nicht funktioniert. Da ist scheinbar irgendwie eine Wurzel in die Rohrleitung gewachsen, also da könnt ihr euch auf eine Fortsetzung freuen. Never ending story hier von unserem mega großen Feuchtbiotop. Da werde ich jetzt nochmal den Wasser- und Bodenverbandsvorsteher anrufen und ihm das mitteilen, dass wir hier mit der Rohrspülung nicht erfolgreich waren und dass wir dann sehen müssen, dass da ein Bagger rankommt, der die Rohrleitung freilegt und guckt, wo das Problem ist. Eventuell eine neue Rohrleitung rein, das müssen wir dann mal sehen. Das wird sich dann zeigen, wenn wir da mit dem Bagger anrücken können und dabei gehen können. Das ist der Graben, den wir diese Woche gebaggert haben, wo Tamme in den Schacht geklettert ist. Ihr seht, das Wasser läuft jetzt direkt nicht, aber es ist abgelaufen. Also bis da ganz hinten hin zu dem Hausgrundstück. Dann hier rüber und zum Schacht und wir gucken jetzt mal in den Schacht rein, wie es da aussieht und ob das von da dann auch weitergelaufen ist, weil das muss ja dann, habe ich ja erklärt, in die Verbandsleitung rüber, damit wir es hier auch loswerden können. Schacht Nummer 1, das ist der, wo Tamme drin war, den er sauber gemacht hat. Da oben läuft das Wasser jetzt rein. Die Rohrleitung, die wir hier zu verbuddeln haben, die muss aber ein ganzes Stück tiefer, glaube ich. Also eigentlich müssten wir hier, wenn es ein bisschen abgetrocknet ist, noch weiter runter. Weil so wie sie jetzt liegen würde, wenn wir hier jetzt eine Drainage reinpacken würden, die würde ja beim Ackern wahrscheinlich mit kaputt gefahren werden. Ihr könnt ja da sehen, so ein bisschen, wo die gelbe Linie ist im Boden. Das ist die normale Arbeitstiefe. Und manchmal gehen wir halt doch mal auch mal mit dem tiefen Haken durch und lockern die Fläche richtig tief durch und dann kommen wir noch deutlich tiefer runter. Das heißt, das reicht so nicht. Aber ich glaube, da unten ist auch irgendwo eine Stelle, wo man anschließen könnte, dass wir mindestens noch ein Ringelement weiter nach unten kommen und dann da das Wasser einleiten. Denn der Ablauf ist ja sogar noch zwei Elemente weiter unten, rüber zum Verbandsgraben. Gucken wir mal hin. Der ist ja hier auf der anderen Seite von diesem Feldweg. Ja, und da kann man jetzt schon sehen, wo das Wasser durchgerauscht ist, ne? Da müssen wir dann auch nochmal den Sand restlos rausholen. Die müssen natürlich nachher auch wieder abgedeckt werden, die ganzen Schächte. Aber jetzt, wenn wir hier arbeiten, ist es einfacher so. Und da hinten in der Koppel, da ist der Verbandsgraben. Da können wir auch nochmal hinlaufen. Oder die Verbandsleitung. Das ist ja quasi das, wo wir dann das Wasser einleiten in mehr oder weniger öffentliches Gewässer. Damit es dann von uns weg ist. So, jetzt kann man das sehen, ne? Von hier, wo ich stehe, kommt die Verbandsleitung an und nach da geht die Verbandsleitung weg. Von links kommt eine Leitung, das ist von der Fläche dahinter, das ist auch eine von mir.
Da wird das Wasser dann auch abgeleitet, wird gesammelt in der Ecke, in einem Schacht und dann hier eingeleitet. Von rechts kommt eine Leitung, das ist die, wo wir jetzt gerade waren. Aber das ist halt nur der eine Schacht und die Flächen, die dahinter liegen, die sind halt gar nicht angeschlossen. Das ist das, was wir jetzt noch ändern wollen. Wenn ihr euch erinnert an die andere Leitung, wo wir jetzt waren, wo Nikola gestern reingeklettert ist, da waren keine Steigeisen drin, ne? Da musste man so mit der Leiter rein und der Schacht an sich war auch viel kleiner. Das ist halt ein anderer Wasser- und Bodenverband hier, also ein anderes Einzugsgebiet. Das kann man schon merken, dass da ein Unterschied in den Schächten ist. Ist dann halt immer die Frage, wie viel Geld der Verband dann aufwenden will für solche Schächte, für solche Geschichten, die dann eigentlich ja nur auf der Koppel rumstehen. Aber manchmal, das sehen wir ja dieses Jahr, muss man halt auch mal rein und da drinnen arbeiten. Und dann ist es natürlich schöner, wenn ich einen Schacht habe, der ein bisschen größer ist. Jo, das war's für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Und dann sehen wir uns uppala, nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Sonntag, 20 Uhr, ist Hof-Baslund-Zeit. Also in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis nächste Woche.